Hallo ihr da draußen. Oh, Frosch im Hals. Herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Map Ollihausen. Ich bin der Shorty von der Test Area und das ist unser Gras. Da ich weder Tiere habe noch große Kosten hier am Anfang, habe ich jetzt die Monate ein bisschen verstreichen lassen, bis die Liste der Aufträge auch Aufträge bereithält, die es sich lohnt. Hier ist einer der ersten Ernteaufträge. Wir brauchen halt die Aufträge, um Geld zu verdienen. Alles andere hier, diesen Düngeaufträgen, ich vertraue denen nicht, ne? Weil du kriegst hier Belohnung 20.000. Da musst du aber noch den Dünger investieren. Wir haben ja noch keinen eigenen Mineraldünger, den wir herstellen. Hätten wir einen eigenen Düngerstreuer und unseren eigenen Mineraldünger oder Mist oder Gülle oder whatever, wäre das ja nicht so schlimm. Aber wie man hier schon sieht, die Differenz, wir müssen für fast 7.000 Euro Mineraldünger selber investieren. Und ich, nee. Also. Ich möchte gucken, dass ich unser Gras schon mal ernte. Und diesen einen Ernteauftrag mache. Und dann mal weitersehen. Weil irgendwie müssen wir ja zu Geld kommen. So Stück für Stück. Ich habe eine Menge Honig da liegen. Aber Honig ist leider nicht so wertvoll, wie ich vermutet habe. Jetzt habe ich vergessen, wo mein Frontgewicht rumliegt. Wo ist mein Frontgewicht? Der Karte anzeigen. Wo ist mein Frontgewicht? Da drin. Da drin. Warum hab ich denn jetzt einen Frosch im Hals? Ja. Nur bist du dreckig, Alter. Naja. Kommen wir ran? Sieht gut aus. Sieht gut aus. So, jetzt hatten wir irgendwo. Da ist das Mähwerk. Ich weiß gar nicht, das steht so zur Seite, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie das so funktioniert. Ich da im Uhrzeiger oder gegen den Uhrzeigersinn arbeiten muss. Ich glaube dagegen, wa? Wir werden es sehen. Bringen den jetzt erstmal zum Feld. So, wenn ich in die Umweltbewertung gucke, haben wir eine Bewertung von 54. Die Mitte ist zur Hälfte, oben ist nichts. Also Unkrautbekämpfung ist zur Hälfte, Stickstoff ist nichts. Nach dem Ernten wird dieser Wert sich dann aktualisieren. Dann bin ich ja mal gespannt. Wir versuchen es mal, ne? Mit Cosplay. Mal gucken, was Cosplay sagt. Dort erstellen. Ich lasse gegen den Uhrzeigersinn fahren. 12,3 Meter Arbeitsbreite. Ich klapp mal aus. So. 5,7. Ja. Und ein Geräteversatz. Ja. Das kommt doch eher hin. Okay. Dann nochmal. Job erstellen. Fangen wir mal hier an. So. 5,7. Ein Fahrzeug, Vorgewinde. 2, sagen wir 3. Auf Bahnen.
aber nicht scharf. Nö, 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 nö. Weich. Rein überspringen müssen wir nicht. Generiere. Ja. Okay. Fällt 25 Mähen mit 5,7 Meter. So, erster Wegpunkt. Stopp mal. Da hat der Schotte wieder Mist gemacht, ne? Modus ändern, Eintrag löschen. Ja. Neu. Job erstellen. Hier. So, 5,7 Meter. Beginnen auf Vorgewinn. Weich und gegen den Uhrzeigersinn. So muss das. Ich habe es gerade noch gesagt, ne? Speichern. Feld 25 Mähen mit 5,7 Meter. Meine Güte, nee, so kann es gehen. So, jetzt aber. Und auf. Gucken, was er macht, wie er es macht. Ja, es fehlt definitiv ein zweites Fahrzeug, zweiter Traktor. Whatever. Ach schau. Da war das ja goldrichtig gegen den Uhrzeigersinn, glaube ich. Ich hätte gerne noch den Honig weggebracht und verkauft. Da muss ich jetzt wohl warten. Na, es funktioniert, ne? Wenn er ziemlich übers Ziel hinausschießt in den Kurven. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Wäre ich im Uhrzeigersinn gefahren, hätte der wahrscheinlich nicht so rumgeschlampt, dass er aus der Kurve rausfährt, oder? Kann man mal sehen. Also wäre im Uhrzeigersinn doch schlauer gewesen. Also kann ich den Kurs, wenn wir den jetzt abgefahren haben, wieder löschen. Und beim nächsten Mal benutzen wir den im Uhrzeigersinn. Wieder was gelernt. Oh. Oh. Nein, 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 nein. Wir berechnen den Kurs neu und dann tricksen wir noch mal ein bisschen rum. Also so ist das nicht akzeptabel. Nein, 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 nein. Modus ändern. Eintrag löschen. So, wir gehen hin. Job erstellen. Und zwar starten wir diesmal da. 5,7 Meter. Nehmen wir einen halben Meter raus, das sollte reichen. Wir starten auf Vorgewende, weich, aber im Uhrzeigersinn. Generieren. So. Ja. Fällt 25 Mähen mit 5,2 Meter. Dass da sowas überbleibt, so einen Rand, das ist nicht akzeptabel. Also, ne? Ihr wisst schon.
So, erster Wegpunkt. Ja, jetzt fährt er. Ein bisschen außerhalb vom Feld, aber wenn er an dem Vorgewende rumkommt, dann soll mir das egal sein. Das erste Vorgewende ist ja immer das Schlimmste. Hauptsache, der liegt mir vor keinem Baum. Na, das war gut. Das hat geklappt. Das sieht dann auch gleich von der Handhabung ganz anders aus. Was ja gestört hat, war gerade, ihr habt es ja gesehen, ne? Ja, irgendwann haben wir ein anderes Mähwerk. Genau, diese Streifen, die da überbleiben. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das darf nichts passieren. Also, wir müssen bald ein anderes Mähwerk besorgen. 140 PS hat dieser Traktor. Und es gibt ja... Es gibt ja... Dieses eine Mähwerk hier. Es braucht 180 PS. 52.000. Das wäre ein Anfang, ne? Lässt du jetzt wieder an den Rand stehen oder? Ne, jetzt habe ich den halben Meter weg justiert. Jetzt bleibt kein Rand stehen. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall ein anderes Mähwerk. Das hier ist nicht so schön. Wenn ich das mal sagen darf. Ja. Also das klappt schon ein bisschen besser. Das klappt schon ein bisschen besser. Wir haben immer noch keinen Strom. Aber das wird sich bald ändern, denke ich. Weil wir haben die Mission hier. Wir dürfen ernten. Gerste, da fällt Stroh ab. Und Stroh stecken wir bei uns hier rein. Und dann erzeugen wir unseren Strom. Ah. So einfach habe ich mir das überlegt. Und das Gras hier... Wenn wir dann Stroh erzeugt haben, können wir bei uns verarbeiten in die Futteranlage zur Silage. So habe ich mir das überlegt. Das Gras, Strom kommt dann. Ach, Siliermittel, dass das so teuer ist. Ne? Aha. Finde ich nicht prickelnd. Finde ich nicht prickelnd, das teure Siliermittel. Wenn man jetzt zum Beispiel wie auf der Nordfriesischen Marsch oder auf der Insel Barsan eine Produktion hat, die Siliermittel herstellt, bitteschön. Gar kein Problem. Oder wir machen Silageball. Aber das können wir jetzt noch nicht. Wenn wir nämlich jetzt noch eine Ballen-Press-Wickel-Kombination mieten, dann reduziert das natürlich unseren Gewinn gewaltig, ne, vom Gras. Wir haben ja hier die Kostentabelle. Oh, wir haben den Wert schon auf 84 hochgekriegt.
Die mittlere Schiene stimmt nicht, das ist die Unkrautbekämpfung. Ja, aber was soll ich denn machen? Auf Gras wächst kein Unkraut. Vielleicht, wenn ich danach Grünlandpflege betreibe mit der Walze, was ist das als Unkrautbekämpfung? Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Oh. Oh. Wieder so ein großer Streifen. Das so akzeptieren kann. Nee. Eigentlich nicht. Man muss das anders laufen. So leid es mir tut. Also dieses Mähwerk benutze ich jetzt hier zum ersten und zum letzten Mal. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Ich nehme jetzt mal den Standardhelfer und gucke mir das an. Ist das Feld schräg angeordnet? Nee. Mach mal kein Mist, Alter. Du wirst doch wohl gerade fahren können, oder? Gerade so. Jetzt fährt er nicht. Auch nicht. Warum fährst du nicht? Muss ich dich hier so hinstellen? Ja, jetzt fährt er auch gerade. Ja, also da muss er echt aufpassen, ne? Also das ist schon, nee, also das Schneidwerk, nein, 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 das möchte ich nicht mehr benutzen. Auf keinen Fall, Alter. Die beiden Streifen muss ich dann wohl manuell nacharbeiten. Sehe ich ja jetzt auch nicht das Problem drin. Hast jetzt auch so einen Streifen da drin, ja? Der macht das ordentlich. Naja, gut, ihr Lieben. Ihr seht ja, da hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit diesem Schneidwerk. Das benutze ich heute, das erste und das letzte Mal. Das verspreche ich euch aber. Aber für heute war es das. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, mitmachen, dabei sein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Gerne auch auf Discord. Der Link zum Community Discord Server befindet sich wie immer unten in der Videobeschreibung. Unter mehr Anzeigen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal beim Wachstum. Und abonnieren nicht vergessen. Abonnieren ist bei YouTube völlig gratis. Und das kann sich somit auch jeder leisten.
Ich war bin und bleib der Schottli von der Testeria und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.